Moin Moin Kradujane und herzlich willkommen zu unserem neuesten Schiffsreview, die Auckland T8. T8 ist ja die Stufe, wo das Gameplay der meisten Nationen, der meisten Kreuze so richtig losgeht. Und hier ist es nichts anderes. Auf T8 mit der Auckland fängt es an, richtig Spaß zu machen. Wir haben eine gute Reichweite von 17 Kilometer, wir haben die 3x3 203 mm schon. Träumchen. Tolles Schiff. Kriegt ihr übrigens, wenn ihr jetzt den Vorabzugang nutzen wollt, über ein Bundle für 1100 Tokens. Und da müsst ihr insgesamt aber schon 3000 ausgegeben haben. Das heißt, kostenlos kommt man bis 5. Das heißt, 2500 Tokens müsst ihr irgendwie über Geld oder über einen Paid Pass oder was auch immer müsst ihr dann irgendwie bekommen haben, um den Achter dann zu kriegen. Für alle, die Free-to-Play spielen, keine Chance, außer ihr wartet 2 Monate. Dann ist er nämlich kostenlos erspielbar. Für alle, wo das schon jetzt ewig her ist, das Video, ihr könnt sie ganz normal jetzt auch schon erforschen im Spiel. Einfach unter Startenbund mal gucken. Wir haben panzerungstechnisch wieder die 27 mm hier überall. Hier haben wir 25 mm Panzergürtel, die 152er. Das ist nachher bei der Encounter und Cerberus auch nicht groß anders. Überlebensfähigkeit, wir haben 39.400 Leben. Torpedoschutz 19%, das ist nett. Hauptbatterie haben wir 3x3 203 mm. Das ist so gesehen das Highlight hier, wo euer Hauptschaden da kommt. Sie sind als Anti-U-Boot-Nationen so gesehen oder als Anti-U-Boot-Schiffe sind sie ja nur angekündigt worden. Aber der reine Hauptschaden kommt rein über die geile Hauptbatterie. 11 Sekunden Ladezeit, natürlich ärgerlich, hier Encounter und Cerberus, der 9er und 10er landen da schneller nach, aber für einen 8er ist das hier immer noch sehr, 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 sehr gut, schon fast zu gut. Maximale Steuerung 151 Meter, Sigma-Wert bei 2,0, irgendwie so in dem Dreh, sind super genau. Wir durchschlagen mit HI auch die 34 mm und 841 Meter pro Sekunde HI und API. Mehr Infos haben wir da nicht, das ist exakt das gleiche aus, dass die Nachladezeit schlechter ist, wie bei den höheren Schiffen. So. Sekundäre können wir ignorieren. Feuerreichweite 17,1. Traumhafter Wert. Torpedos sind dabei. 2x4. Da haben wir nur 12 Kilometer. Die Encounter und die Cerberus nachher haben 13,5. Hier haben wir nur 12. Trotzdem mit gut Damage und vor allem 2 Viererwerfer. Pro Seite 1 Viererwerfer mit einem richtig geilen Winkel. Kann man zwischendurch immer mal reinwerfen. Luftschlag. Auch hier, auch beim 8er tatsächlich 3 Aufladungen. Mua! Also viel schlimmer geht es für die U-Boote gar nicht. 3 Aufladungen. Leider nur mit 10 Kilometer Reichweite, nicht mit 11. Aber 10 Kilometer nehmen wir trotzdem gerne mit. Das gleiche, wie wir es auch haben bei der Encounter auf T9. Damage bis zu 3400 Schaden. Und die können gut 300 Pfund Bombe ist das. Boah, Wahnsinn. Die können richtig, richtig, richtig die feindlichen U-Boote ärgern. Und das werde ich euch hoffentlich im Gameplay auch gleich mal zeigen. U-Boot-Überwachung ist auch dabei. Auf 7 Kilometer für 20 Sekunden machen wir U-Boote auf. Aber nur, wenn sie unter Wasser sind, nicht oberhalb der Wasseroberfläche. So, Flugabwehrwert. Auch überschaubar. Trefferwahrscheinlichkeit der Granatexplosion 90%. Gerade mal 4 Explosionen. Ach ja, wenn der CV-Fahrer unerfahren ist, drückst du da die einige Flieger weg. Aber im Großen und Ganzen, da wir defensives Flakfeuer nicht mitnehmen, weil wir die Hydro haben wollen, ist es eher unpraktisch. Höchstgeschwindigkeit 34,7, Wendekreiszahl 720, Ruderstellzeit 10,1 und Tarnwert 10,8. Ähnlich wie wir es jetzt auch schon bei der Encounter und auch bei der Cerberus gesehen haben. Traumhaft geile Werte für einen Kreuzer. Die ganzen Module, die ich hier verbaut habe, sollte jetzt nichts Überraschendes dabei sein. Ich habe auch hier den Nebel verlängert. Wir haben tatsächlich auch hier die 148 Sekunden. Ich verstehe nicht ganz, warum sie das gemacht haben. Beim 10er verstehe ich es, aber ich verstehe es nicht, warum der 8er hier 2,5 Minuten Nebel bekommt. Das finde ich viel zu stark. Klar, ihr müsst 114 Sekunden dann umherfahren danach. Oder sagen wir mal, das letzte Nebelfeld bleibt 10 Sekunden liegen. Ihr müsst 104 Sekunden rumfahren ohne Nebel. Gehe ich noch mit? Okay, das ist doof. Aber im Großen und Ganzen finde ich den 148 Sekunden finde ich viel zu krass hier. Das finde ich viel zu doll. Mit der Hauptbatterie, mit der Reichweite gepaart, mit der Hydro noch und dennoch mit der U-Boot-Überwachung und Co. Das ist völlig drüber. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Hydro, 5 Kilometer Schiffe, Torpedos 3,5. Standardheilung, hier ist nichts Besonderes dabei. Signale wie folgt verbaut. Sonst ist hier, glaube ich, nichts Besonderes. Albert Maurer ist so geskillt. Hier konnte ich leider einen Skillpunkt nicht oder konnte ich Skillpunkte nicht verteilen. Ich würde jetzt, hier nach meinen ganzen Runden, die ich so gefahren bin, würde ich tatsächlich 4 Punkte hier noch reinstecken in Funkortung. Um einfach noch ein besseres Gefühl zu haben, wo sind die U-Boote, wo sind die Zerstörer, um einfach noch besser weiter vorne auch agieren zu können, wenn ich in der Divi spiele. Ohne Divi würde ich vielleicht doch dann lieber hier erstklassige Schütze mitnehmen. In der Divi ist mir das persönlich, ich meine, auch wenn du alleine spielst, ist es geil, weil du einfach die Übersicht hast. Und U-Boote, Funkortung wirkt nicht, wenn die abgetaucht sind. Tauchen die aber auf, schwenkt die Funkortung blub, sofort auf das U-Boot und du weißt gleich, alles klar, in der Richtung ist der. Da ist der Ping, blub, doch mal U-Boot-Überwachung an. Manchmal klappt es vielleicht. Denk bloß dran, wenn die Funkortung auf ihn zeigt, ist er aufgedeckt, dann bringt es halt nicht viel. Aber soll die Funkortung wieder umschwenken, dann könnt ihr U-Boot-Überwachung mal zünden und eventuell das U-Boot sogar dadurch erwischen.
Ist eine schöne Hilfestellung, um gegen U-Boote noch besser agieren zu können. Auckland-Geschichtliches haben wir auch. Ja, das Entwurf 1940. Dieser schwere Kreuzer war mit 9 203mm Geschützen bewaffnet. Das Schiff basierte auf einem zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien entwickelten Projekt. Es hat im Vergleich zu den schweren Kreuzern der County-Klasse deutliche Vorteile, wie etwa eine stärkere Panzerung und stärkere Hauptbatteriegeschütze in Drillingstürmen. Das Projekt wurde jedoch verworfen. In der Mitte des Krieges wurden leichtere Schiffe bevorzugt. Hätten sie mal gebaut dort. Geil, die Dinger. Viel Spaß jetzt. Huch. Mikro hauen. Viel Spaß jetzt in den Runden. Neres auch dabei. Mal gucken, was wir da so reißen. Da sind wir auch schon in der ersten Runde mit der Auckland. Mal gucken, was das wird. Jetzt sogar der Niere dabei. Hi, Niere. Au. Niere, hättest du mal gedacht, dass ich mit zwei U-Booten in der Divi unterwegs bin? Ja. Hättest du gedacht? Eins war ja, ja klar, aber zwei? Ich habe extra diesmal gesagt, soll mich nur anschreiben, wenn U-Boote dabei sind. Oder wenn sie U-Boote haben, besser gesagt. Das hat seine Gründe, denn wir haben 10 Kilometer Reichweite jetzt, wir haben 3 Aufladungen und wir haben sogar noch die U-Boot-Überwachung dabei auf 7 Kilometer. Endlich haben wir eine Waffe gegen U-Boote. Ein Träumchen, ein Träumchen. So, muss ich bloß aufpassen, wie ich nicht gleich wegschmeiß hier. Tarnwert 10,8, damit lässt sich arbeiten. Der 10er hat nachher sogar 10 Kilometer nur, sogar einen noch besseren Tarnwert. Reichweite haben wir mehr als genug hier mit den 16,1, damit lässt sich... 16,1... Ach, der 9er war es mit den 17. 16,1, damit lässt sich arbeiten. Nebel hält knappe 2 Minuten, damit lässt sich auch arbeiten. 148 Sekunden sogar. Hä, doch die 148? Ah, ich hatte vorhin die Dings noch nicht raufgesetzt gehabt. Ich habe das noch verlängert gehabt. Siehst du mal, da hätte ich ja doch die schneller drehende Türme mitnehmen können. Schadenfreude hört man hier überhaupt nicht gerade. Was für Schadenfreude, kein bisschen. Herz für Subs und so. Hängt ihr Herz auf da hinten von den Subs? Was? Nein. Ja, ist auf jeden Fall schon einer drin. Mhm. Und den Bötchen. Lucky Number 11. Fährt da hinten rum. Ich habe aber 7 Kilometer. Ich meine, das Schöne mit den Fliegern könnte ich jetzt hier fast den ganzen Cap tatsächlich schon. Bei den halben Cap. Ich muss noch ein bisschen dichter. Für die Geschwindigkeit. Los geht's. Schön vorsichtig spielen da, ihr beide. Schön vorsichtig spielen. Übrigens keine Idee in der Runde. Das ist ja auch lustig. Schwer sich zu konzentrieren gerade. Der Mann ist Triebleiser, du. Den guckst du dir beim Nachhinein an. Schön konzentrieren. Weh, du machst einen Fehler. Zack, weh, du machst nur einen Fehler. Drei Fliegerladung WTF. Oh ja, und dennoch eine gute jetzt hier schon. Auf T8 haben wir 10 Kilometer mit einem Kreuzer. Absolutes Träumchen. Absolutes Träumchen. Kommt da denn alles? Wer eilt hier bei mir mit rum? Aber ihr fährt aber weg. Ohio kommen fast ran. Muss ich hier mit meinem Achter gegen Ohio kämpfen? Fragen über Fragen. Ne, also so 2,5 Minuten. Ich habe hier einen besseren Nebel so gesehen jetzt, als die Amis haben. Problem ist halt bloß, dass wir dieses eine Nebelfeld haben und halt im ersten Gang oder im Rückwärtsgang den Nebel komplett halt mitnehmen können. Fahren wir schneller, Hälfte der Geschwindigkeit hier oder halt Dreiviertel Geschwindigkeit, dann fahren wir dem Nebelfeld weg. Sprich etwas nur für ganz gemütliche Fahrer. Rückwärts funktioniert aber sehr gut. Wenn ihr vorwärts damit nicht klarkommt, fahrt einfach rückwärts. Und burn! 2,9 abgefackelt. Sauber. Lieber technisch liegen wir übrigens auch hier schon bei den 203 mm. Ein Träumchen. Kannst nicht meckern. 11 Sekunden Ladezeit. Ditsch, ditsch, ditsch. Damit lässt sich gut drücken. Wir haben mit AP. Damage kommt, Damage kommt. Nein, das wird unsichtbar. Ach, verdammt. Verdammt. Und nochmal abgefackelt. Sauber. Hoffen wir mal, dass der nicht nochmal löschen kann. Hey, die Mainz fährt immer genau mit mir mit. Ach, der Marc-André, der alte Reinklicker. Immer diese Reinklicker hier. Wundere mich schon, warum der hier so gezielt bei mir mitfährt. So, da war das U-Boot. Ach, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. U-Boot war sogar kurz zu sehen. Wieder umladen. 15 Sekunden haben wir noch. Dann wird das letzte Feld gesetzt. Also haben wir dann immer noch 10 Sekunden. So an sich ganz entspannt. Und leider hat die Ohio gelöscht. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Smoke has been set. Wenn ihr versuchen könntet, das U-Boot irgendwie zu kontern, wäre das toll. Aber ich meine, er muss ja offen rumfahren und cap mal. U-190 hat halt so guten Tarnwert, ne? Wird schwierig. Wird schwierig, wird schwierig. So, Nebel ist weg. Jetzt haben wir, jetzt ist das große Nachteil. Das ist das Doofe bei den Qualling-Nebel. Wir haben jetzt 140 Sekunden. Die wir warten müssen. Ne, stimmt gar nicht. Eine Minute, anderthalb Minuten haben wir. Die wir warten müssen. 100 Sekunden, so rum. 100 Sekunden, die wir jetzt hier warten müssen, bis wir die Nebel tatsächlich wieder einsetzen können.
Können jetzt Open Water natürlich rumballern, aber ist natürlich mit dieser Art von Kreuzer arg gefährlich. Da bespielen wir nicht mal arg. Die Ohio-Salbe, hoffen wir mal. Ach, schade, nicht abgefackelt. Das war gerade meine Hoffnung. Keine Zither. Easy, durch die Aufbauten durch. Einfach mal durch die Aufbauten atmen. Ja, alles entspannt. Was sagt die Panzerung? Keine vorhanden. Genug vorhanden, dass es richtig wehtut, wenn sie sich treffen. Wir haben nicht hier den Smolensk-Luxus. In dem Sinne, oh, da ist er. Aber ich bin leider zu weit weg, schade. Ich muss dichter. Michael, jetzt bitte nicht sterben. Guck mal dafür, dass er da links weglenkt, das wäre toll. Ah, verdammt, ist zu schnell. Ich bin zu schnell. 10 hatte ich 11 Kilometer, das war cooler. Warte mal. Und da geht's los. 1. Jetzt gibt er Gas. 2. Fängt er ein. 3. Nun geht's los. Wasserbomb, komm runter. 2, 1. Gott, sehr schnell. Boing, Treffer. Und 3-mal Flächenschaden. Immerhin. Leider keine direkten Hits. Ich kenne an, dass der Unterwasserdamm einfach mal so 30 Knoten fährt. Von 0 auf 30 innerhalb von ein paar Sekunden. Und da hauen wir das nächste Ding drauf. Und willkommen bei Anti-U-Boot-Gameplay. Genau das, was der Kreuzer soll. Macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Macht ja richtig Spaß, in der Divi jetzt U-Boote mitzunehmen, ey. Einfach um die Feindlichen zu kontern. Boom! Nochmal getroffen. Lauf. Ich komme vor wie so ein Geschwader hier. Die Dings hier. Wir haben lieber nicht Wolfsrudel. Wie hieß das immer bei den U-Booten? Nicht das Wolfsrudel, sondern was für ein Rudel? Doch, das Wolfsrudel. War Wolfsrudel, ne? Genau. Mhm. Ran hier, rauf aufs U-Boot. Ah, du verreckt da nicht noch. Der müsste gleich tot sein. Macht kein Risiko. Der ist gleich tot. Wenn ich den... Hey, hab ich das nicht gerade genau auf den raufgesetzt? Gut, ist doch nicht gleich tot vielleicht. Und boing. Hüp, Wassereinbruch und er ist weg. So ein schönes Gefühl. Wolfpack, genau, das Wolfpack. Oh, macht das Spaß. Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Patch dann. Gleich genervt. Wasserbomben entfernt. Bloß auf 6 Kilometer Reichweite. Eine Aufladung. Damit die U-Boot fahren. Nö, aber den Schaden können sie halbieren. Also direkte Treffer kloppen hier, glaube ich, mit 3.400 rein. Das ist schon ganz schön heftig. Bei der Masse ist das nicht unbedingt nötig. Start the smoke. Da könnte der Schaden ruhig ein bisschen runter. Und noch dazu, ihr wart gerade mit 5 Leuten gegen ein U-Boot. Das ist richtig. Ich glaube, ich habe den nur getroffen mit den Wasserbomben, du. Bitch, die anderen haben, glaube ich, die Flieger gar nicht raufgeschickt. Bitch. Medic, nein! Zeig es down. Ach, zeig. Was schmeißt dich da so weg? Plopp. Und er brennt, sauber. Wasserpol eiert da hinten rum. Was haben wir noch? Eine Haben hier. Ach, immer diese DDs, die nicht spotten. Nee, Moment, wir haben ja gar keine. Aber A geholt, schön. Und das Team-Damage aus ist. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich Michael und auch den Seig gleich mit weggebombt. Ich mein, U-Boot ist U-Boot. Mein Gott, ob nur Team Grün oder Rot. Ob so die Wasserbomben treffen. Psch, nicht so laut. Der Funkkanal ist hoffentlich sicher, haben die beiden jetzt nicht gehört. Nerf-Wasserbomben werden durch Plastikbälle ausgetauscht. Ja, boing, prallen ab beim U-Boot. Abpraller, Treffer am Torpedoschuh. Yeah. Das ist Ohio wieder, das habe ich erhofft. Blub. Der Smoke war jetzt hier Blödsinn zu zünden, aber mein Gott. Dann ist es halt so. Hätte ich mir mal lieber aufheben sollen, aber wir haben ja eh noch 2 Aufladungen. Probieren den noch ein bisschen zu ärgern. Wurtjäger, Krado hat ein neues Spielzeug. Absolut. Wer gegen U-Boote mal spielen möchte und mal eine gute Chance haben möchte, ist hier genau richtig mit bei. Die Reichweite macht's halt, ne? Das ist immer das, was den anderen das Genick bricht, ja auch auf den unteren Stufen. Kommst du da an mit 6-7 Kilometer Torpedo, nicht Torpedo, mit hier Anti-Sub-Bewaffnung Reichweite? Welches U-Boot willst du denn damit erschrecken? Wir haben schon auf Stufe 6, was, 12 Kilometer Reichweite, dann kommst du da an mit 6. Hier, die hast meine Flieger. So dicht willst du da ja gar nicht ran. Zumal hinter so einem U-Boot ja meist auch noch das restliche Team ist, was ja auch noch mit agiert. Was man auch nicht vergessen sollte. Rast du da hin, Vollgas? Hier seht ihr es jetzt übrigens gerade. Wenn ich jetzt volle Geschwindigkeit fahre, fahre ich meinem Nebel weg und ich werde nicht mehr unsichtbar dadurch. Das nennt man den Crawling-Nebel, den. Wie haben wir das im Deutschen mal genannt? Schleichfahrt-Nebelerzeuger. Ja, genau. Ist das so? Ja, genau. Schleichfahrt-Nebelerzeuger. Schöner Begriff.
starte jetzt den Schleichfahrtnebelerzeuger. Alles klar. Weißt du gleich Bescheid? Krado fährt im ersten Gang gleich rum. Für die Geschwindigkeit. Tucker, 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 tucker. Tucker, 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 tucker. Würde man den nicht so gut immer sehen, könnte das wirklich auch eine Schleichfahrt sein. Aber dadurch, dass man das immer gut erkennt, ist nicht viel mit Schleichen. Ich hatte heute eine Situation mit einem 10er Flugzeugträger, mit der Cerberus halt. Ich stehe beim Nebel, fahre da rum und auf einmal will er mich anfliegen. Und genau in dem Moment, wo er seinen Drop startet, hört mein Nebel auf. Und auf einmal stand ich halt völlig ohne Nebel, genau, der war genau über mir mit seinem Drop da. Das war so ein perfektes Zusammenspiel von, ich bin jetzt am Arsch zu, ich habe den gerade jetzt aus der Flugzeugträgerperspektive, war sehr unangenehm. Das hatte ich auch im Review schon gesagt, so Cerberus, als Flugzeugträger kannst du relativ leicht hier die Qualling-Nebel halt kontern. Du brauchst halt bloß ungefähr dahin ballern in der Mitte von dem Nebel und dann hast du ihn. Mit anderen Schiffen, gerade mit Torpedos auch, ist das so eine Sache. Da musst du halt ungefähr ein Gefühl haben, wie schnell ist der jetzt da drin. Ein Flugzeugträger ist ja doch relativ einfach. Was ich gar nicht genutzt habe übrigens gerade, sind die Torpedos. Die haben 12 Kilometer Reichweite. Sind auch ganz nett, aber es ist zu wenig auf einer Seite. Hauptwinkel ist cool, aber es sind zu wenig Torps immer im Wasser. So, wo ist das andere U-Boot? Das lebt sogar noch. Cool. Komm her. Wandernebel, so heißt der. Ja, ja, der Wandernebel ist richtig. Aber Wandernebel, das könnte ja auch der von den Italienern sein, den du mit voller Fahrt mitnimmst. Wobei, ist das dann, wenn das der Wandernebel ist das dann der Vollsprintnebel, wa? Rein vom Namen her gehen. Langweilig. Ohio muss am Wegfahren, langweilig. Schon längst B3 drin sein sollen, hab viel zu passiv viel gespielt. Aber Smoke ist gleich wieder ready. Gleich wieder ready. Lustig, ich muss auf meinen Geburtstag das Abo verlängern. Oh, wann hast du denn, Admiral? Wann hast du denn? Wann genau? Ich will deinen Geburtstag ja feiern. Tröd, happy birthday. Tröd. Ah. Oh, du liebes U-Boot, wo bist du nur? Stalingrad down. Ohio nicht getroffen. Schade, der weicht doch schon wieder aus. Ein Schadensvermeider ist ja unangenehm. Ja, aber dass wir tatsächlich mal auch Schiffe haben, die noch einen längeren Nebel haben, als wir eh bei den Amis schon haben, mit den 2 Minuten, ist schon Wahnsinn. Kommen wir jetzt hier voll ausgebaut auf 148 plus 10 Sekunden, wir sind bei 158 Sekunden Nebel. Da stehst du mit deinem Schlachtschiff und wartest und wartest und wartest und wartest und wartest immer noch und wartest immer noch. Den kommt von da, das ist gut, aber ich will den Nebel noch nicht zünden. Und er brennt endlich. Der hat aber auch gedauert. Und er hat instant gelöscht. Yay. Nein. Ohio. So fangen wir mal gar nicht an hier. So fangen wir mal gar nicht an. Und er brennt wieder. Hätte ja klappen können. Fährt bloß vor mir weg. Das nervt. Hütsch. Na komm, Ohio, brenn wieder. Komm, komm, komm. Ja, voila. Jetzt komm auf Damage. So, hier ist irgendwo das U-Boot-Ding. Kommen wir erstmal dicht genug ran. Mit einem 8er hier mit den 16 Kilometer, ich meine, ist okay. Aber nachher mit einem 9er, mit 17 und nachher mit dem 10er sogar 18 Kilometer Reichweite ist halt doch ein anderer Schnack. So, wo ist das U-Boot? Wo ist das U-Boot? Zeig's mir. Versuch mal die U-Boot-Überwachung zu nutzen, ich fahr mal dich daran. Weil Michael ist ja auch da. Michael, du hast ja auch U-Boot-Überwachung. Ich hoffe, du hast sie ready. Du könntest sie ja theoretisch aufmachen. Bin schon spotted. Okay, der ist sehr dicht dran. Der ist sehr, 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 sehr dicht dran. Bin nicht mehr spotted, er ist abgetaucht. Wo genau ist jetzt die Frage? Ich will es ja so nicht zu früh zünden. Ich hab leider nicht gesehen, von wo der gepinkt hat. Warum gebe ich wieder Gas und Blödsinn? Langsamer, Krado, langsamer. Langsamer, noch langsamer. Und Feuer. Oh, jetzt. Und jetzt Viertelgeschwindigkeit. Schön Viertelgeschwindigkeit. Hitsch, abgefackelt. Jetzt müsst ihr, wenn ihr so im Nebel steht und auf die ballert, müsst ihr H drücken und euren Wert angucken. Innerhalb von 8 Kilometer darf jetzt nichts vor mir sein. Jetzt innerhalb von meiner Reichweite von 8 Kilometer etwas, dann würde ich aufgehen. Dadurch weiß ich zum Beispiel jetzt auch, dass es so gut weiter als 8 Kilometer weg ist. Ohio fast down. Oh, das gibt's doch nicht. Abgefackelt wieder, sehr gut. An einer sehr guten Stelle. Gucci, kannst du mal aufhören, da so reinzubrettern wie so ein Irrer? Ist das Ding da? Soll der irgendwo sein? Scheiße, wir sehen ihn nicht.
Mike hat gleich keine Energie mehr. Oh oh. Welche schieße ich auf? Oh oh. Dreck, 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 Dreck. Und da ist unser Wasserpol. Oh oh. Ein Glück fährt der da lang. Oh, die Tors gehen alle rein. Die gehen alle rein. Oh, schön gemacht, Michael. Das ist U-Boot. Da ist es. Plop, plop. Da. Da. Und eventuell noch da, falls er dahin lenkt. Endlich hat man meine Waffe gegen diese U-Boote. Scheiße, ich hab Gas gegeben. Ich hab Gas gegeben. Das war ein Fehler. Und U-Boot ist down. Sehr gut, immerhin. Ich hab Gas gegeben und ich bin wieder unsichtbar. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt und Ditch. Genau, gar kein Damage. Cool. Aua. Und tatsächlich zu dicht dran hier, ey. Scheiße. Ohio ist weg. Das ist gut. Da kommen noch Torpedos. Das ist nicht gut. Volle Geschwindigkeit. AP nutzen. AP nutzen. Bei 9. Bitte ein. Also er dreht ein. Wasserpool müssen wir jetzt wegkriegen. Preußen darf mich nicht treffen. Tanken wir halt meine Wasserpool weg hier in der Auckland. Achterkreuzer-Action. Der moderne Achterkreuzer macht auch locker so eine Wasserpool weg. Wo ist Problem? Gansch. 5-4. 3-2. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ditch. 2-8. Sevastopol, Sevastopol. Schieß doch, schieß doch. Ramming Speed. Ja, war ich auch gerade schon am Überlegen. Das zeige ich gerade so schön. Aua. Ditch. So schön breit, Seite. Ob schon wieder ready? Oh, die sind wieder ready. Plop. Aber die werden nicht reingehen, weil er jetzt weglenkt. Scheiße. Oing. 5-7. Dort, die gehen rein. Die haben wir, Sevastopol. 1-2-3. I like this shit. 2 von 2 U-Booten weg. Geil. Geil, geil. Schöner Taubwinkel. Kann man schön nach vorne kloppen. Ist die stark. Ein starkes Schiff. Schönes Ding, schönes Ding. Ich glaube, mit denen haben sie es ein bisschen zu gut gemeint hier. Aber der Trend, das habe ich auch im Review gesagt zu Cerberus, der Trend bei den Kreuzern ja aktuell sowieso, ne? Wir haben die Franzosen bekommen, die Marseille und Co. saustark. Wir haben die Spanier bekommen, saustark. Wir haben die Staatenbundschiffe jetzt gekriegt, die sind auch saustark. Schlachtschiffe werden immer merkwürdiger, die wir kriegen, aber die... Mein Kill. Was? Dein Kill? Mein Kill. Ich habe den gekillt. Kreuzer, die werden immer geiler irgendwie. Da ist gerade so ein Trend, dass die Kreuzer einfach bloß geil werden, wenn sie rauskommen. Bom, 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 bom. Hat heute Spaß, was gegen die U-Boote. Ja, macht Spaß. Sehr schön, Michael. Ich habe meine U-Boot-Überwachung nicht mehr genutzt, ja. Rein nur mit den Drops gearbeitet. Bei 3 Drops hast du aber die Möglichkeit, wirklich dafür zu sorgen, okay, er fährt geradeaus, links oder rechts. Ich kann alle 3 Richtungen, der könnte ja bloß noch stehen bleiben oder nach hinten fahren. So hast du wenigstens die Möglichkeit, alle 3 Richtungen, die ja vielleicht unterwegs ist, dann auch abzudecken. Sehr geil. Und schon hast du 2300 Grund-EP. Geiles Ding. So macht Spaß. U-Boot bei den Gegnern ganz oben, ja. Er hatte trotzdem eine gute Runde. 2300 Grund-EP mit einem 8er in der 10er Runde. Und ich hatte nicht eine Situation, die wirklich gefährlich war, muss ich dazu sagen. Holy moly. 190, 10.700 gedrückt. 190 haben wir 1.700 gedrückt. Sevastopol 55.000, Ohio 45.000. Wujing 15.000, Harbin 4.000. Durchbrände 35.000. Geil. 6 Wasserbomben, 10.000 Schaden. Träumchen. Absolutes Träumchen. Lop, lop, lop. So, dann laden wir mal die Niere ein. Huch, ist kein Niere. Niere, du bist offline bei mir. Bist du offline? Niere, hallo? Meine Mama gesagt, sie soll mir an meinem Geburtstag den Eventpass schenken. Die hat mich nur dumm angeschaut und mich gefragt, was ein Eventpass ist. Hab am 21.03. by the way. Na denn, kannst dich ja freuen. Bald wird gefeiert. Hat er von euch geantwortet? Ich habe doch gefragt, was er Geburtstag hat. Wo stand das? Wo stand das? Wo stand das? Wir hatten doch vorhin auch ein Gespräch über Geburtstag. Ah, ich finde es gerade nicht mehr. Schade. Mal Discord würde ich freuen. Ich gucke Discord.
Das freut mich. Ach Gottchen. Der Morgen Treu hat eine Katze aufgenommen. Wenn wir eine Katze aufnehmen, das ist ja cool. No. Video kann ich jetzt hier nicht abspielen, aber no. Morgen freue ich mich für euch. Da freue ich mich für euch. Herzlichen Glückwunsch. Zwei sogar. Hat am 6.3. Na denn, alles Gute nachträglich. Alles Gute. Wer ist heute überhaupt? 11. ist heute schon. Okay, alles Gute nachträglich zum Geburtstag und viel Spaß mit deinen kleinen Mietzchen. Aber einige hier, die ihre Katzen zu Hause haben. Hier ist schon weggelaufen. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Hallo, nee, du hast ja gesagt, man soll dich anschreiben, wenn man ein U-Boot da hat. Ich habe kein U-Boot. Mann, das war ein Witz. Du kannst auch so mitkommen. Nicht. Reicht auch, wenn ein U-Boot dabei ist. Nee. Das passt schon. Okay. Niere will nicht mit. Lup. Black Eye. Andi. Wir mit auf T9. Ja, Black Eye ist Pech. Du kommst jetzt auf T8 mit. Lup. So. Morgentreu will auch mit. Denk dran, nur anschreiben, wenn ihr U-Boote habt, ja? Wir wollen halt maximales U-Boot-Gameplay sehen. Und Verteidigung und so weiter und so fort. Bis Marc, bis nächste Runde dabei. Sorry, hab dich gerade vergessen. Mist, dann willst du mich am U-Boot. Korrekt. Spielt schön U-Boote. Bismarck, nee, ist nicht Bismarck, wo ist Bismarck, da ist Bismarck. Bismarck, du bist der Nächste dann. Diesmal denke ich dran. U-Boot, U-Boot. Nero, was hältst du davon, dass jetzt mal so Konter gegen U-Boote kommen? Ja, ich meine, es ist halt ein Schiffszweig von, was haben wir, 30, 40? Ne, Venezia hat das also, ja theoretisch auch und Sau hat das ja theoretisch auch. Also ja, mit dem Radar, aber der Radar, also diese U-Boot-Überwachung ist halt auch 7 Kilometer. Die Schiffe muss man auch erstmal sehen, die sind nicht wirklich beliebt. Es ist cool, dass sie es jetzt irgendwem gegeben haben, aber das wirkt auch wie Lotto-Spielen. So, wem geben wir das ja den da hinten irgendwie? Da hatte ich nämlich vorab die Sorge, dass die stark gegen U-Boote sind, aber sonst halt nicht stark performen. Dass sie denn eher sonst so, ja, wie die Niederländer. Wenn die Gegner nicht nach vorne fahren, du mit den Drops nicht arbeiten kannst, sind die so, ja, so geht so. Aber wenn nach vorne kommen mit den Drops, dass du ordentlich reinklopfst, sodass die nur hier brillieren, wenn U-Boote auch wirklich dabei sind. Aber nein, die brillieren auch so sehr gut. Das mit den U-Booten ist einfach nur ein nettes Gimmick nebenbei. Übrigens hier ein lustiger Bug gerade, Nere. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst und das gesehen hast. Hast du den Stream gerade offen zufällig nebenbei? Mhm. Guck dir mal diese schicke Tarnung an, wenn ich die Team-Wassertarnung auf meine Orklin packe. Oh, Gaming spart überall, ich sag's dir. Früher, da hätt's noch ganze Tarnungen gegeben, weißt du, da hätte der Rumpf wäre auch noch betroffen gewesen. Jetzt sind nur noch die Türme betroffen und der Anker. Ah ja, das war schon bekannt. Okay. Dann habe ich mir das von umsonst gemeldet, das wusste ich nicht. Plopp, los geht's. Werden sie bestimmt noch überarbeiten. Den Neuner wollen sie mir in 8 Stunden schon wegnehmen. Alle anderen bleiben noch 5 Tage, der Neuner soll in 8 Stunden schon weg. Im Boxy vorhin auch mal angeschrieben, ob das so soll. Was fange ich als Schlachtschiff an, dann verwende ich das gelernte Wissen von Professor Minerva McGonagall und verwandle das Schlachtschiff in ein U-Boot. Auch nicht schlecht. Kannst du denn noch kämpfen unter Wasser? Das ist ja die Frage, ne? Und jetzt alle so, durch die Kacke, wir haben jetzt 2 U-Boote bei den Gegnern. Aber diesmal haben wir ja eine Waffe dagegen. Eisenhans kommt da bei den Gegnern. Ah, oh, das macht Spaß heute. Und um gerade den Zahn ein bisschen zu ziehen, was denn? Beachtet bitte, kaum einer weiß, was die Auckland ist, was die Auckland kann. Spricht sich herum, dass das Ding gut gegen U-Boote ist. Werden die U-Boot-Fahrer da nicht hinfahren, werden die völlig ignorieren, werden irgendwo anders hinfahren. Aber nicht heute. Na, vielleicht auch heute, je nachdem, ob die Gegner das wissen. Oh, also heute, wo ich die Cerberus gespielt habe, das U-Boot wusste das auf keinen Fall. Ja, komm, ein Schiff von... Ja, war, du, ich habe in 5 Runden ein U-Boot getroffen mit der Cerberus heute. Ja. Und ich dachte mir so, mal gucken, wie viele U-Boote wir heute hier treffen. Und dann war ich froh, dass ich eins gefunden habe. Das war aber zum Glück der auch bei mir auf der Seite. Der kam auch gleich in meine U-Boot-Reichweite, ist sogar gleich reingefahren, die U-Boot-Überwachungsreichweite. War ein schöner Moment. Einer der schönsten Momente, den ich seit Ewigkeiten hatte in Forst, traurigerweise. Hat sich so gut da gefühlt. Kann man U-Boote fahren oder kann man sich auch als Jäger melden? Weil sonst kannst du meine Nachricht löschen. Nein, heute werden U-Boote gefahren. Ich quäle euch heute richtig. Ihr Mittelspotten. Okay. Ihr Mittelspotten. Gute alte Mittel, wer kennt's nicht? Ruprecht haben wir hier. Andi ist am Spotten vorne, das ist gut. Ah, Blecker, ich weiß, war ein Spaß.
Und Lord Mystical, danke für den Sub 11 Monate. Mach weiter, dankeschön. Quailens, 25 Monate auf weitere 2 Jahre. Merci, Tiamat, 8 Jahre. Der 8 Monate. Und wieder rein in die Abo-Falle. Dankeschön, Opa Hugo, danke nochmal für die 33 Monate. Merci, merci. Was wolltest du sagen, Nere? Ich wollte sagen, und bei aller Liebe, wenn ihr diese Schiffe dann haben solltet, fahrt nicht YOLO rein, nur um das U-Boot rauszunehmen. Ihr seid trotzdem ja wichtig und euer Hauptaugenmerk ist ja trotzdem irgendwie Schaden zu machen. Wenn da eine Cerberus nicht nach vorne pusht, um das U-Boot zu pushen, dann wird sowas von gepinkt auf der Karte. Genau wie deutsche Schlachtschiffe, die direkt reinfahren, weil man hat ja die Dekodierer und ich muss die ja direkt nutzen von Minute 2 an. Ich habe heute eine Schliefen gesehen, die ist in der Mitte von Anfang an einfach durchgefahren hat und unser Team komplett gekillt. Ist einfach B, weil nicht einer von uns da war, durchgefahren und hat alles von der Seite hinweg gemacht. Das ist wieder gut, wenn das so klappt. Da hat der sich bestimmt auch gedacht, what the fuck ist hier los? Ich wollte bloß YOLO rein und sterben. Kack. Habe ich hier 8 Kills gemacht. Doofe Runde. Miyoko, Miyoko. Wenn ich jetzt vergleiche... Die Miyoko stimmt gar nicht, die ist T7, die ist gar nicht T8. Aber selbst wenn da nur Mogami jetzt, wenn ich Mogami jetzt mit Auckland vergleiche, wir haben hier halt auch 203 mm, wir haben Nebel dabei, gute Nachladezeit, wir haben Torpedos dabei und ich gehe auf. Das ist jetzt ein Problem. Ich habe was drauf. Da vorne ist das U-Boot. Guck mal einer an. Pinger zum Glück nicht getroffen, das wäre jetzt richtig geworden. 8 Kilometer. Aua. Und hat dich da ran. Was war das beim Ballern? Was hatte ich gesagt? 6, nee, gar nicht. 8 Kilometer, dann passt das ja. Wir haben jetzt 7 Kilometer und jetzt müsste er gleich aufgehen. Da ist er nämlich schon. Hi, U-Boot. 1, 2 und 3. Da ist er schon, da ist er schon. Der Ping sitzt leider sehr ärgerlich. Jetzt, als ob der so schnell da am Kartenrand lang slidet. Du willst mich doch verarschen. Den Kartenrand, glaube ich, gar nicht berührt, ne? Scheiße! Langsamer werden, langsamer werden, langsamer werden. 8 Kilometer unsichtbar. Das leidet der da ohne Probleme dran vorbei. Schade, nicht ganz erwischt. Aber Wassereinbruch tickt noch. Wassereinbruch tickt. Andi, vorder mit dir, los! U-Boot-Überwachung gleich. Machen wir ihn platt. Eine Aufladung ist schon wieder ready. Ich muss gerade nicht schießen. Eine Minute können wir es wieder nutzen. Ich habe seit ca. 2 Wochen nur deinen Streams immer so nach 3 Sekunden einen eingefrorenen Stream für 2-3 Sekunden. Hab schon alles probiert. Kann ich dir nicht zusagen, du. Das kann nicht an mir liegen, dann wird es auch an anderen liegen. Ah, scheiße, nehmen. Fast erwischt. Fast. Na, kriegt er den? Hat er ihn? Ist immer noch oben? Es fährt oben rum. Und er hat ihn! Sauber, weg ist er! Solche Probleme, wenn bei euch da irgendwas einfriert, einfach mal dem vom Browser die Cookies löschen oder whatever. Da kann ich dir nicht helfen. Künstliches Auflösung ist das so. Bei allen anderen Streams laufen Auflösung flüssig. Hat noch immer das Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir bloß vorstellen, dass deine Cookie-Datenbank völlig überfüllt ist, weil du immer wieder unseren Stream guckst, dass da irgendwelche Differenzen sind. Einfach mal Cookies komplett löschen. Alles im Browser, die ganze Browser-Dings löschen. Die hier History und Cookies und wie die, ich weiß nicht, wie die ganze Scheiß heißt. Und dann sauber am besten nochmal neu installieren oder halt den Browser einfach neu dann öffnen, PC neu starten und dann sollte es eigentlich auch gehen. Plopp. Weil mein Signal gebe ich ja bloß an Twitch weiter und die verwuscheln das ja und veröffentlichen das denn. Und das, was du gerade beschreibst, müssten da mehrere haben. Plopp. Und nochmal abgefackelt. Sauber. Schon schön. Also 10 Kilometer Reichweite mit Kreuz immer zu haben mit so einem Wasserbomben ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ich fand das eh immer völlig hirnrissig, dass sich die Schlachtschiffe um die U-Boote kümmern sollen. Das passt doch hier viel besser eigentlich zu. Das war irgendwie blöd jetzt von mir. Guckt er mich an? Ne, der guckt mich nicht an. Guckt mich jetzt an? Ne, der guckt mich immer noch nicht an. Der rennt immer noch, aber stirbt nicht. Shani, Shani, Shani. Du musst unbedingt sterben. So in etwa. Guck mich nicht an. Guck mich nicht an, Peinrich. Guck mich nicht an, Peinrich. Warte, für die Geschwindigkeit. Y. Und los geht's. Er brennt wieder und ist down. Sauber. Peinrich können wir jetzt verfolgen und schießen, ohne jetzt irgendwie Gefahr zu laufen, dass er uns beschießen kann. Zwar nicht super schnell verfolgen, aber mein Gott, es reicht. Es reicht, es reicht. Bom, bom.
Ich habe für eine Abfackelchance. 21% auch hier schon bei dem 8er. Wow. Reiche, was der 10er hat. Torpedos. Und. Sitch! Aua! Das tat weh. Ich treffe ihn nicht mehr. Willst du mich verarschen? Jetzt, wo er gelöscht hat, wirklich? Aua. Oh. Sitch! Leider nicht. Meinst du, die werden die neuen Schiffe und so in neue Nationen übertragen? Polen, Australien und so und Zoll für. Früher absaufen in der ersten Runde U-Boot halt. Alles gut. Bin halt gewohnt, dass U-Boote gleich sterben. Alles gut, du. Mach dir keinen Kopf. Ich hab euch das ja heute aufgezwungen. Ich hatte gesagt gehabt in dem Review, dass damals die polnische Nation, das war ja eine eigene Nation hier im Spiel, halt bei Europa mit reingeklatscht haben. Haben wir die Europanation, dann gab es die polnische nicht mehr als separat. Blyskawica war ja dann ein europäischer Zerstörer. Das meinte ich. Und es kann aber durchaus auch sein, nur weil die jetzt hier beim Staatenbund drin gelandet sind hier, Indien, Australien, Neuseeland und Co., kann es trotzdem sein, dass in ein paar Jahren irgendwann trotzdem mal eine eigene australische Marine kommt, wo die Schiffe dann halt rübergenommen werden. Oder eine Abwandlung davon oder. Das meine ich. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Also könnte passieren. Peinrich, möchtest du nochmal brennen? Hast du irgendwie... Yes, geht doch! Geheime Superkraft der Deutschen aktiviert. Feuer frei. Und Bams! Und der brennt nochmal. Schön. Der ist weg. Vollgas. Hier ist sowas von weg. Der halt ging. Gut, ist doch nicht weg. Nimm es doch nochmal. Feuer! Na. Ruprecht, echt jetzt? Echt jetzt? Bei 56 Leben. Ein Tick hat gefehlt. Mann. Hätte er auch gönnen können. Gut, was haben wir? 4 Leute down. 2... sind bei uns down. Alles noch sehr überschaubar. Da oben eilt die Musashi lang. Nebelkudon gleich weg. Nicht Nebelkudon gleich weg. Nebel gleich weg. Kudon beginnt jetzt. Fast volle 2 Minuten müssen wir jetzt warten wieder auf den Nebel. Ich hätte gedacht, das wäre schlimmer. Dadurch, dass wir aber eine gute Reichweite mit denen hier haben, ist das echt angenehm. Normalerweise nach WG-Standard, wie so eine Nebelkreuzer gebalanced werden, müssten wir jetzt hier mit dem 10er 16 Kilometer haben, mit dem 8er 14 und mit dem 9er so 15 in dem Dreh. Dass wir gezwungen sind, mit dem 9er vielleicht und dem 10er das Reichweitenmodul mitzunehmen, aber da haben sie hier völlig drauf verzichtet. Wir haben denen gleich eine super Grundreichweite gegeben. Zusätzlich zum Nebel. Nebel ist halt eine Riesensicherheit. Absolutes Träumchen. Der schon mal Cleveland und Co. gespielt hat, die halt auch relativ dicht dran müssen, an Inseln stehen müssen und ohne Nebel agieren müssen, der weiß, wie schwierig das ist, mit denen mal gute Runden zu fahren. Aber hier ist es relativ chillig. Iron Eagle dafür 10 Monate, ein kleines Danke dalassen für tolle Infos und Arbeit mit Videos. Gerne doch, Dankeschön, vielen Dank. Morgen treu, danke für 13 Monate, mach bloß weiter so. Machen wir! Und viel Spaß mit deinem Mietzchen. Schön, dass du aus dem Tierschutz die Mietzen geholt hast und nicht von irgendeinem Züchter. Wir züchten ja nur, um die Tiere, die Rasse zu retten. Ja. Darum wollen wir auch nur 3000 Euro für diese Bengalilone-TK-Katze. Tiefkühlkatze. Mir jetzt einen neuen PC bestellt. King Petey, geil. Viel Spaß damit. Ah, ist immer ein schönes Gefühl, ne, wenn der neue PC denn einzieht. Geil. Ah, ist immer ein schönes Gefühl. Letzte, was ich hatte, war das Upgrade mit der Grafikkarte in meinem PC. Da hatte ich mir eine RTX 4080 gekauft für schweineviel Geld. Und da will ich die hier einbauen und dann hat hinten bei meinem Gehäuse so ein Stück gefehlt, weil ich einen MIDI-Tower hatte. Dann musste ich mir noch ein neues Gehäuse kaufen. Da habe ich mir eine neue Wasserlüfte, Wasserkühler, ihr wisst schon, habe ich mir dann noch gekauft. Dann war die teure Grafikkarte gar nicht mehr so teuer, weil das andere auch alles teuer war. Ich habe mal einen halben neuen PC wieder gehabt. Eine I.O. Genau. Die I.O. Wer kennt sie nicht? Die gute alte I.O. Ach, ihr lieben Gegner. Bloß am Wegfahren. Huch, der Blacker lebt ja auch noch. Woll, ich dachte, ich wäre schon lange tot. Der fightet da unten gegen das U-Boot und ich bin nicht da. Nein, Blacker, es tut mir leid. Ach, der ist schon längst tot. Und Peter sonst immer so schnell. Nein, macht er nicht. Der ist immer voll lange dabei. Ist immer voll langsam. Und schön erstmal die Geschwindigkeit runter. Nebel starten. Gucken. Siehst du aus dem ersten Farm noch raus? Zweite sitzt besser. Und die Musashi wird beschossen.
Und jetzt können wir gemütlich darunter fahren. Bloß nicht W drücken. Einmal zu auf W gedrückt, ihr seid sofort tot meistens. Haben wir gerade Ping-Probleme? Nee. Links liegt abgedrückt, die Salve kam verspätet. Das mit dem Feuer kam gerade total verspätet. Sah alles gerade merkwürdig aus. Lopp. Ajo, die gute Ajo Wasserlüftung. Wer kennt sie nicht? Und er brennt wieder. Sauber. Line schießen, vielleicht treffen wir da ein bisschen mehr. Dann drehen wir ein und dann beschießen wir die Schlachtschiffe auch noch. Wujing. Die gute alte... Och, Veneto erstmal. Nebenbei, Wujing fährt weg. Den... Nee. Doch nicht mehr. Viktor! Viktor van Helsing. 898. Abgefackelt. Und Venetos down. Sehr gut, dass ich den noch abgefackelt habe. Ich fühle mich gerade etwas gemobbt. Oh, wieso, Svench? Was los? Wer hat dich gemobbt? Ich weiß nicht. Wenn ich's war, dann... Gottes Gründe. Schön gemacht, Black Eye. Boah, wir sind voll die U-Boot-Hunter hier. Abgefackelt, sauber. Schade, hier wäre noch mehr drin gewesen. Leider schon vorbei. Auckland ist aber ein kleiner Feuerteufel. Nicht nur die Auckland, du. Alle. Die haben alle 21%, wenn du des Dings mitnimmst hier. Geil, macht richtig Spaß. 13 Abfackler, 75.000 Damage. Nur 1,5. Black Eye, Andy, super gespielt. Nice. Na, oh, Nagato hier ganz oben. Fiji können wir auch mal loben. Bei unserer Flanke war halt zu wenig, was wir angreifen konnten. Trotzdem war es doch schön. U-Boot 5400 gleich gedrückt, damit den drei Drops. Danach war halt nicht mehr viel dran. Der Wassereinbruch, mehr hat der nicht gemacht, der Wassereinbruch? Hauptbatterie hatte ich ihn getroffen. Zwei Luftschläge haben getroffen, drei, vier. Wassereinbruch hat 1500 insgesamt gemacht. Okay. Danach hat er halt nicht mehr viel gehabt. Das war geil. Macht Spaß. So viel zum Achter. Als nächstes werden wir uns dann den Neuner anschauen. Eure Meinung zu Auckland. 4-8 so okay oder findet ihr sie zu stark? Gerne mal in die Kommentare. Ich muss sagen, rein so vom Spielen her, es ist super einfach in den Runden mitzuspielen. Es ist auch völlig egal, ob da jetzt T9, T10 dabei ist, außer wenn jetzt viele Radarschiffe dabei sind. Aber sonst, Nebel, du hast so viel Sicherheiten. Du hast eigentlich so ein chilliges Leben in den Runden und kannst den Gegnern hier echt Saures geben. Bei den Staatenbundschiffen hat 4Gaming wirklich sehr gut gemeint. Kann man nicht anders sagen. Rein in die Kommentare, liken sowieso nicht vergessen, eure Meinung zu Auckland gerne mal da lassen und bin mal gespannt, was ihr dazu so schreibt. Und für alle, die U-Boote gerne spielen und das natürlich jetzt hier wieder auffassen als böser Angriff gegen das U-Boot-Gameplay, ihr wisst ganz genau, dass ein Nerf Zeit war, ihr wisst ganz genau, dass die U-Boote sau stark waren, situativ viel zu stark und dass ich das Ganze jetzt natürlich überspitzt darstelle und ein bisschen Spaß auch dabei habe, sei mir auch mal gegönnt. Ein Jahr gelitten, ohne dass eine Änderung kam. Nur ist es soweit und nun genießen wir es auch. So ist es nun mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.